In diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen im Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklung aus Sicht des Psychologen Jean Piaget besprochen. Der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget erforschte unter anderem die kognitive, also geistige Entwicklung des Menschen als Wechselwirkung zwischen Erbanlagen, wie beispielsweise den heranreifenden Fähigkeiten des Verstandes, und der Umwelt. Als entscheidend für einen günstigen Entwicklungsverlauf ist laut Piaget eine aktive Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt. Piaget unterscheidet in seiner sogenannten Stufentheorie der Entwicklung verschiedene Entwicklungsphasen. Die Altersangaben in seiner Theorie sind Durchschnittsangaben. Piaget betont, dass der Entwicklungsstand des Individuums von dessen Intelligenz, kulturellem Hintergrund und sozioökonomischen Status abhängt, wie beispielsweise eine bildungsferne Umgebung, bei der wenig Interesse an Bildung vorherrscht, sich nachteilig auf die Persönlichkeit auswirkt. Jean Piaget bezieht sich in seiner Theorie unter anderem auf die folgenden Phasen. Wir kommen jetzt zur sensomotorischen Phase. Diese Phase reicht von der Geburt bis etwa zum Alter von 2 Jahren. Kinder entwickeln in dieser Phase ein Verständnis der Beziehung zwischen Ursache und Wirkung und erkennen sich beispielsweise selber als Verursacher von Handlungen und handeln deshalb zielgerichtet. Darüber hinaus wissen Menschen dieses Alters, was man unter der Beständigkeit von Objekten versteht. Ein Beispiel für die Beständigkeit von Objekten ist unter anderem jenes Wissen, dass ein Ball trotzdem weiter existiert, auch dann, wenn dieser aus dem eigenen Blickfeld verschwindet, indem der unter einen Kasten rollt. Diese Fähigkeit wird als Objektpermanenz bezeichnet. Wir kommen jetzt zur präoperatorischen Phase. Diese Phase reicht vom 2. bis zum ungefähr 7. Lebensjahr. Kinder entwickeln in dieser Phase die Fähigkeit, Sprache gezielt zu verwenden und Objekte nach einem bestimmten Merkmal zu ordnen. Beispielsweise können Bauklötze nach einer Farbe geordnet werden. Kennzeichen dieser Phase ist die egozentrische Denkweise, bei der es Schwierigkeiten beim Individuum geben kann, die Sichtweise anderer Menschen nachzuvollziehen und sich in andere hineinzuversetzen. Die egozentrische Denkweise darf nicht mit dem Egoismus verwechselt werden, bei dem der Eigennutzen das Denken und Handeln beherrscht. Wir kommen jetzt zur konkret operatorischen Phase. Diese Phase reicht vom 7. bis zum ungefähr 11. Lebensjahr. Kinder entwickeln in dieser Phase die Fähigkeit, Objekte auch nach mehreren Merkmalen zu ordnen, wie beispielsweise Bauklötze nach ihrer Größe und Farbe. Sie können sich ebenfalls eine bestimmte Abfolge vorstellen und diese dementsprechend in eine richtige Reihenfolge setzen. Sie sind zunehmend in der Lage, abstrakte Begriffe wie Länge und Größe in Bezug zu konkreten Objekten zu verwenden. Nun zur formal-operatorischen Phase. Diese Phase beginnt ungefähr mit dem 11. Lebensjahr. Menschen verbessern in dieser Phase ihre logische Denkweise und beginnen, eigene und fremde Hypothesen zu testen. Dieser Entwicklungsschritt ist eine wesentliche Voraussetzung für ein eigenes wissenschaftliches Interesse. Sie sind zunehmend in der Lage, Widersprüche in Aussagen zu erkennen. So stellen beispielsweise die folgenden beiden Angaben einen logischen Widerspruch dar: Der Mars ist ein Planet. Und der Mond ist der einzige vorhandene Planet. Dies würde einen Widerspruch darstellen. Piaget beschäftigte sich auch damit, wie sich Menschen beispielsweise in Situationen zurechtfinden und Objekte zu gebrauchen lernen. Piaget bezeichnete als Schema die Art und Weise des Individuums, über die Funktionsweise von Dingen und Abläufen zu denken und auch dementsprechend zu handeln. Vorstellungen über eine konkrete Funktionsweise setzen Annahmen zu diesbezüglichen Ursachen und zu erwarteten Wirkungen voraus. Beispielsweise sollen Kleinkinder wissen, wie das Trinken von der Mutterbrust funktioniert und ältere Kinder, wie das Öffnen einer Trinkflasche gelingen kann. Im Laufe der Entwicklung müssen bestehende Schemata angepasst
oder andere erstmalig erlernt werden, damit das Individuum neue Herausforderungen bewältigen kann, wie beispielsweise neuartige Situationen, Objekte und Ereignisse. Es werden von Piaget zwei Formen der Anpassung bzw. Veränderung der Schemata unterschieden. Nun einmal zur Assimilation. Es handelt sich bei der Assimilation um kleinere Veränderungen des Schemas. Diese Veränderungen finden innerhalb des bestehenden Schemas statt. Das Durchblättern eines Buches erfordert von Menschen beispielsweise nur ein geringfügig anderes Schema als das Durchblättern einer Zeitschrift. Nun zur Veränderung durch Akkommodation. Da eine größere Veränderung notwendig ist, muss ein neues Schema durch das Individuum erstellt werden. So stellt beispielsweise für einen Säugling die Umstellung des Trinkens von der Mutterbrust hin zum Trinken aus der Flasche eine große Veränderung dar. Die Forschungsarbeiten von Jean Piaget wurden unter anderem dafür kritisiert, dass er darin die Fähigkeiten der Kinder mitunter unterschätzt hat. Es konnte in diesem Zusammenhang beispielsweise gezeigt werden, dass Aufgabenstellungen, die Piaget nur unzureichend den Kindern erklärt hatte, bei besserer Erläuterung von diesen gelöst werden konnten.